Wir sind hier wieder bei einem neuen Overwatch-Video, sag ich mal. Ich kann endlich wieder in mein normales Mikrofon sprechen, das endlich wieder da ist. Und ich wollte unbedingt das jetzt erstmal austesten, ob ich mit den Aufnahmen beginne. Also ob alles klappt, weil nächste Woche geht es mal wieder richtig los. Und dann passt es eigentlich auch da gerade so gut, dass man ein neues Overwatch-Format hat. Ich werde es zwar, glaube ich, immer unter die Overwatch-Playlist mit der gleichen Nummer und so abspeichern, aber es wird dann halt Challenge im Titel stehen. Ja, weshalb Challenge? Ich habe mit Moritz gespielt, der halt auch Overwatch hat, und da ist mir auf die Idee gekommen. Wieso nehmen wir nicht einfach einen random Helden? Dann haben wir überlegt, random wäre ja irgendwie, der andere sagt, du spielst jetzt den und bla bla bla. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Einstellung da rechts, links noch an, aber lasse ich dieses Mal an. Und dann haben wir im Internet geguckt, wegen so einer Random-Seite mit den Nummern. Und ja, hier haben wir es. Wir generieren jetzt mal und wir spielen heute die Nummer 5, so wie es aussieht. Die Nummer 5. Dann gehe ich mal ins Spiel rein. Und ich bin mal gespannt, wer die Nummer 5 ist. Ich glaube auf jeden Fall, es ist ein Angreifer. Im Endeffekt, ihr seht es eh im Thumbnail. Aber für mich ist es halt so, ja, für mich ist es gerade noch random. Ich hoffe, dass mit den Einstellungen alles klappt. Und wir sind beim Watchpoint Gibraltar. Aber sowas kann halt einfach auch passieren, dass man Symmetra im Angriff hat. Das kann halt auch passieren. Die Nummer 5 ist, ja, solcher wie ich dachte. Und ja, ich habe so ein bisschen weitergespielt. Ich bin jetzt in Ranked Level Platin, meine ich. Ich bin jetzt Rang Platin. Ich verstehe gerade nicht, warum ich nur 40 FPS habe, aber es geht wieder hoch. Nice. Und ja. Hallo. Hey. Und ich habe mal die Grafik auf episch gestellt, aber ich glaube nicht, dass es für die Aufnahme so von Vorteil wäre. Weil die Elgato halt wirklich auch halt minimal was zieht. Da muss man halt immer so gucken, auf welchen Grafikeinstellungen spielt man dann. Weil es läuft jetzt gerade nicht so flüssig, aber es soll uns jetzt nicht stören. Ich bin nicht mehr der Mann, den ich früher war. Jetzt bin ich mit mir im Einklang. Kann ich die Grafik jetzt hier während des Spiels noch umstellen? Oder war das mit dem Neustarten? Ja, Neustarten. Spielen wir ab sofort dann auf Ultra. Ja. Aber jetzt spielen wir halt noch auf Episch. Und ich habe das Fadenkreuz ein bisschen geändert. Oh Gott. Junkrat, Symmetra, Hanzo. Hanzo? Wie komme ich hier jetzt raus am besten? Ah, ich habe gerade gedacht, das ist eine Falle. Au, 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 au. So, wir sind auf jeden Fall durch. Komm. Oh Gott. Oh, Hanzo. Junkrat ballert auf uns. Wir versuchen, in den Rücken zu fallen. So. Weg, weg. Müssen die. Da ist einer. Ich hoffe, die Tastatur hört man nicht so krass. Warte, hört man. Ja gut, die Tastatur kann ich irgendwie nie abstellen. Die ist immer laut. Egal was ich probiere, ich habe jetzt mal das Mikrofon ein bisschen probiert rum zu Ding, aber ich schaff's halt nicht mit der Tastatur, dass man das nicht so stark hört. Tut mir halt auch leid, aber kann ich nicht ändern. Egal was ich ausprobiere, sie ist immer laut. Weil ich gefühlt ja drauf rumschlage, ne? Ah, das ist ein Reinhard! Schön mal auf die Idee zu kommen, Reinhard zu benutzen. Oder mal überhaupt einen Tank, so wie es aussieht. So.
Oh Gott, diese Mitra war ja auch hinter mir. Ich habe gedacht, das war nur eine Selbstschussanlage, aber es war Mitra. Läuft gerade nicht so flüssig, weil wir haben einen Zeta als Heiler und nur einen Tank und einen Hanzo. Ich habe meine Ulti, weiter. Können wir mal weiterschieben? Ah, die haben da hinten mit dem Reinhardt zu kämpfen. Ey, die Symmetra hier, Alter. Ja, wo ist der Teleporter? Das ist ein Lucio. Mein Aim ist gerade nicht so gut. Liegt vielleicht auch daran, dass ich momentan so nebenbei Battlefield und alles spiele. Down. Noch weiter. Warum bin ich der Einzige hier am Wagen? Oh mein Gott. Der Teleporter ist auf jeden Fall hinter uns. Das ist klar, weil da kam gerade Hanzo raus und alles. Ja gut, jetzt haben wir den Checkpoint, wo ich wieder... Ja, klar. Ist immer so. Immer wenn ich spawn, haben sie einen Checkpoint. Aber ich bin ja solcher, also von daher. Weiter geht's, komm. Was ist ein Mitra-Ding? Ah, mein Aiming mit Soldier ist immer so geil. Danke. Mal down. Der Chunk wird von oben regt schon ein bisschen auf. Selbstschussanlage. Können ruhig weiterschieben. Aiming of Doom. Sebastian down. Junket down. Nächster Punkt. Nice. Das läuft doch mal. Ich hoffe auch, dass alles mit dem Mikrofon momentan stimmt, weil klar, ich muss andere Einstellungen machen als sonst. Ich bin wirklich der Einzige bei der Fracht, habe ich das Gefühl. Hey. Seht, was unsichtbar ist. Wow, hat der lange überlebt. Feuer frei! Ja toll, sind alle down. Ich liebe den Geruch von Impulsmunition am Morgen. Und wieder nur einer bei der Fracht. Ist echt immer so. Weil die Fracht juckt keinen. Aber die Kills. Sinner Killstreak. Obwohl Kack-Aim. Gut, ich krieg die ja auch halbwegs abgestaubt. Ach, hier ist noch ein Bestchen. Hallo! So, damit haben wir die Challenge auf jeden Fall geschafft. Highlight des Spiels. In Ranked, da werde ich dann halt keine Challenge machen. Das ist logisch. Da spiele ich dann einfach die, wo ich gut kann. Ja, deswegen, weil sie so ein 1000er, so ein 100er Ding hatte, ey, gerade. Oh, gut. Machen wir einfach Heiler, weil er Heiler ist. Ich hoffe dann mal, dass die Aufnahme perfekt ist oder dass sie funktioniert, dass man sie nehmen kann. Weil mit den Einstellungen werde ich dann jetzt noch ein bisschen rumhattieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die erste Overwatch Challenge Episode. Es wird auch häufiger kommen, vielleicht dann auch mal in Rainbow Six Siege. Ihr seht ja dann, da wo jetzt Ranked stehen würde, steht jetzt auf einmal dann
Nicht mehr ranked. Ja, alles klar. Ne, da steht dann Challenge. Einfach nur Overwatch Challenge. Overwatch ranked, ist das gleiche. Ja, ich wollte nicht spielen. Danke. Ah, wir können uns noch unser solcher Highlight angucken. Das können wir ja noch machen. So. Ja, da wo ich gedacht habe, da kann ich voll abstauben, war nix. Ich weiß nicht, wie ich da einen Doppelkick hingekriegt habe. Aber gut, das war's für heute. Bis dann. Und zum nächsten Mal bei Overwatch. Ciao, ciao.